Wir eigentlich nur. Okay, wir brauchen beide. Was denn? Ja, ich wollte eigentlich nur an den Geist, aber da wir beide brauchen, deswegen hier mal kurz gucken. Rumgeschreie immer. Also eigentlich müssten unsere Hälse ja schon wehtun von dem vielen Geschreie. Oh, der hat mich betäubt. Das ist aber uncool. Oh, scheiße. Hallo, mach mal wieder auf. Das war aber echt uncool. Wunderbar. Mal sehen, wie schnell wir uns jetzt verlaufen. Am besten gar nicht. Hier lang. Immer dies betäubt sein. Ja, ich habe auch meine Schwierigkeiten, sonst killt er mich gleich, der Penner. Ja, ich kann mich gerade nicht bewegen. Aus irgendeinem Grund, jetzt. Jetzt wird es auch gerade wieder so ein bisschen ja, kritisch. Ja, klar, dann kann ich der nächste, ey. Hallo? Doch. Ich bin hier im Kopf. Mist viel. Boah. Na, nicht doch. Nein! Geh weg! Du bist gleich tot. Ich übrigens auch. Ja, ich bin tot. Okay, wir rennen dann mal raus. Also ich. Darf ich eh nicht mehr. Ich habe auch gleich. Schau ich's noch. Nein, so kurz davor. Okay, aber kostenlos wiederbeleben. Du darfst direkt raus rein. Was? Wieso kommt der denn jetzt hier hin? Hallo, lass mich hier raus. Nee, komm. Oh. Geh weg. Jetzt verfolgt er mich auch noch. Was soll das denn? Oh Mann. Hallo, verpiss dich. Ah, schön. Nein, grad nicht. Hallo, hier ist noch einer. Boah, ich will nur hier raus. Ausgang. Ausgang. Fick die Kamera hier. Hör auf, die anzuwiesen, du Penner. Sag doch nicht so was. Also wirklich? Ja, doch, schon wieder tot, ey. Jetzt zurückziehen, ey, komm. Dreckspiel. Gib dafür nicht im Spiel die Schuld. Warum habe ich jetzt hier irgendwie so allgemeine EMS hier in diesem Chat? Wie mache ich das weg? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das ist. Weiß ich nicht. Kann ich dir leider gerade sagen. Wo bist du denn jetzt schon ich wieder? Ich stehe draußen. Ja, aber du bist ziemlich weit von mir weg. Ne? Hast du so auf Karte gesehen. Ey, wo bist du denn? Nein, du bist komplett in Bre. Oh nee. Weil du zweimal gestorben bist scheinbar. Okay, warte. Bleib an Ort und Stelle. Okay. Ich komm da mal hin. Was ist denn hier allgemeine IMS? Mach das weg. Ich weiß nicht, was. Du kannst mir ja mal ein Bild von schicken, dann kann ich dir das beantworten. Ich komme weg da, du bist nicht so ganz drauf. Blödes Schweinhaut. Ja, warte, schicke ich dir gleich. Seht ihr das? Ja, das ist gut.
Wenigstens habe ich so mal die Chance, mein Pferd zu benutzen. Da sieht man mal, wie schnell das geht mit dem Pferd. Du profitierst davon, wenn du eins hast. So, da. Ignorieren zählt übrigens nicht. Ich hab dir das gerade geschickt, deswegen. Ach so. Meine Güte. Ja, ich kann doch nicht durchs PC sehen. Ja. Also, aber spätestens um 0 Uhr werde ich auch in die Kiste gehen. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Achso, okay. Ja, ich jetzt weiß ich es wieder. Ich habe gerade auf schon geguckt. Was für denn du noch machen willst? Ja, mal gucken. Ist ja morgen auch noch Besuch. Ja, aber erst mittags. Also, mal schauen, ne? Ja, guck mal, hilf mir mal, wie geht das? Ja, jetzt mich nicht. Oh Gott. Das weiß ich leider nicht. Ich habe gerade auf allgemein geklickt, das bin ich nicht wieder da. Ob das ist da. Hast du dieses EMS denn hinten? Ich habe das EMS da ganz hinten, ja, warte. Okay. Du musst einfach nur auf allgemein klicken. Ja. Hab ich jetzt gerade auch, okay, ja. Dann tun jetzt das wieder. Gut, dann, ja. Dann können wir mal ein paar Quests abgeben. Das können wir machen. Gut, was ich aber auf jeden Fall drin lasse, ist einfach Bingo Boffin. Mit Bingo Boffin möchte ich halt unbedingt noch weitermachen. Warte mal. Hey, ich warte. Wir gehen auf jeden Fall einmal kurz nach Bre. Guck dann aber bei den Stallungen, ob du von Bre aus einmal ein Pferd nehmen kannst. Jo. Weil ich habe hier mein eigenes, ich will dann da selber hinreiten. Ich sag dir dann noch vorhin, keine Angst. Ich will nur wissen, ob es klappt. Nicht, dass ich dir hier jetzt vorher Hoffnung mache und, ne? Alles gut. Am Ende wird nichts draus. Deswegen will ich willst einmal du dir hier nachher noch was anderes zocken? Gott, weiß ich noch gar nicht. Also, eventuell. Hängt auch so ein bisschen noch mit vom Chat ab. Was benötigt ihr? Wer noch auf irgendwas Lust hat. Eventuell. Okay, du könntest das Pferd auf jeden Fall nutzen. Du müsstest nur rechtzeitig abspringen. Ja, wenn du mir sagst, wann. Ja, erstmal müssen wir kurz eine andere Quest abgeben. Machen wir. Und dann würde ich dir sagen, wo abspringen musst. Okay. Weil dann geht's für dich schneller. Ich würde dann ausnahmsweise mal mein eigenes Pferd nehmen. Wenn ich das bei Geld umsonst ausgegeben wurde. Jo. Ich hab nämlich gerade bei Lust, mein eigenes Pferdchen zu reiten. Dein Pferdchen? Mein Pferdchen. Also, mein Pferd ist eine Biene. Also, warte, dieses hier. Nütze. Nee. Nee. Das Mann. Ist, fetter frisches Fass. Nee, fettes frisches Fass ist das. Ja. Das Fass. Oh Mann. Nicht dein Ernst. Doch. Nein. Doch. Nein. Fettes frisches Fass. Oh. Das war nicht so nett. Ich weiß. Jo. Oh. Fettes frisches Fass. Also, das war nicht auf. Ne? Ich weiß nicht, das war in irgendeinem Zusammenhang da. Ja, ja. Da war Frutus noch mit dabei. Das war an dem einen Tag, wo Frutus hier noch länger mit im Stream war. Okay. An dem einen Sonntag. Da war das dann noch. Also, eigentlich müsst ihr das sogar noch wissen.
So, wo geht's denn jetzt hier mal? Nee. Ich hab mich so ein bisschen verlaufen. Mach doch nicht. Na, hier hinten. Ich hab endlich den Weg. Huch, ein Geist. Ja. Was benötigt ihr? So, einmal alles beenden hier. Ich grüße euch. Was kann ich für euch tun? Ich grüße dich auch nicht. Dann hier oben einmal beenden. Was benötigt ihr? Diese Jagddinger nicht nehmen, ne? Ich grüße euch. Das sind wiederholbare Quests. Ja, nicht nehmen. Nee. Was benötigt ihr? Nichts weiter annehmen. Okay. So. Das alles einmal. Kommst du einmal wieder mit? Wobei, warte mal. Einmal kurz den Beutel angucken. Ja, warte. Wenn ich das jetzt hier dann auch noch welche, dann auch noch Sachen drin sind und die so, abgeben könnten. Ich gebrauchen, aber es vergessen. Das kann ich gebrauchen. Das kann ich einmal mitnehmen. Na. Das kann ich einmal mitnehmen. Was? Oh, das ist eine Rüstung. Die ist ja besser als meine. Ja, stimmt. Du kannst dazwischendurch auch noch bessere Ausrüstung finden. Ja, dann wäre die Kacke. Ist zwar nicht immer der Fall, aber häufiger. Ah, gut. Mit dem anderen Schein. So, ich guck da nochmal rein. So. Werde ich denn jetzt hier noch das hier? Habe ich jetzt also auch? Oh Mann. Davon. Wo konnte ich die, kann man die jetzt abgeben? Ah, da hinten. Bist du soweit? Ja. Gott. Sieht da kacke aus. Was denn? Nichts. Alles gut. Ja, ich habe wieder was Neues da, Ich kann ihn nicht mehr. Ist egal. Ist mir wurscht. Es ist besser. Oh. Mir tut, sieht alles besser aus. Ja, nicht? Nein, das macht es schlimmer. Ja, ich sehe das jetzt halt ja gerade. Ich kann mich nicht von vorne sehen. Das sieht irgendwie komisch aus. Halt die Klappe. Sieht nicht komisch aus, das trinkt man heute so. Hallo, Elb von heute trinkt das so. Nein, ich glaube nicht. Doch. Nein, ich glaube wirklich nicht. Auf zu lachen, ich glaube nicht aus. So. Was kann ich für euch tun? Beenden. Was benötigt ihr? Beenden. Was kann ich für euch tun? Was benötigt ihr? Jetzt steht er sich auch nur noch direkt in meinem Weg, ey. Was kann ich für euch tun? Ja und? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Was kann ich für euch tun? So, jetzt muss ich noch, eben noch einmal da reingucken. Das haben wir nicht. Ist das gut? Nee, das ist schlecht. Was benötigt ihr? Das ist... Okay, ich kann den... Ich kann den Rest nicht. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Nee, ich kann den Rest nicht beenden.
Warum nicht? Weil ich die tägliche Aufgabengrenze erreicht habe. So, ja, guck ich nochmal hier in meinem Beutelchen. Okay, das habe ich. Oh, das ist aber besser. Nee, so. In ein paar Stunden habe ich das hier auch alles raus. Ich weiß, ich könnte das auch verkaufen, aber. Ich weiß was drauf. Sowieso genug Money. Was haben wir schon? Oh, bist du soweit? Gleich. So. Dann muss ich hier noch zwei Sachen abgeben können? Ja. Wenn du mich tun kannst, kann die Fresse halten. Wer kann die Fresse halten? Okay, ich habe meinen täglichen Dings jetzt auch über Schritten. Hm. Jo. So. Hey, der Typ kann die Fresse halten. Dann haben wir. Warte. Hier lang. Den machen wir jetzt mal die Bingo Buffin Quest weiter. Boah, da wäre schon ganz wieder blümmer Rand, ey. Du siehst deinen dein Daddy wieder. Ja, schön. Nein, nicht schön. Ja. Wohl, ich könnte ihn umbringen. Nein, du kannst ihn nicht umbringen. Du versuchst es immer wieder. Schon das Ding. Ja, deswegen sage ich dir das ja. Ja, du musst mich. Lass mir doch mal Minimum mal eine Illusion. Nein, warum? Dann würde ich dich ja in einem Fall schon glauben lassen. Verstehst du? Das macht nicht. Das macht nicht. Ich würde dir ja falsche Hoffnungen machen und das will ich nicht. Huch. Hä? Du willst mir falsche Hoffnungen machen, was willst du nicht? Ich will dir keine falsche Hoffnung machen. Keine? Hättest du das keine auch sagen müssen? Das hätte ich. Nein, ja. Ja, oder nicht? Was? Huch. Ach, jo. Nein, Mann, tu nicht das, was ich getan habe. Ich tu nicht das, was du getan hast. Was hast du getan? Ich hab Scheiße gebaut. Ja, deswegen sag ich, ich hab Scheiße gebaut. Klick bloß nicht auf das Pferd. Was benötigt ihr? Wo müssen wir hin? Warte mal. Ich glaube. Doch, drück mal auf Bockland. Wenn du an einer Brücke bist, halt an. Also nicht bei dieser Brücke hier. Ich wollte gerade sagen. Nicht bei dieser hier. Das Geld ist aber schneller als ich, ey. Weiß. Ich hab hier auch Flötze. Was war das denn? Alter, jedes Mal, wenn du neu ins Bild reinkommst, hat dein Pferd eine andere Farbe. Echt? Ja. Das sah ja das geil ist ein aus. Chamäleon. Das wechselt immer seine Farbe, wie es lustig ist. Laut meinem. Hä? Laut meinem Ding hier standst du eben. Eigentlich nicht, ne? Ach, cool, mal wieder mein Pferd hier zu reiten. Ich bin gerade durch Arthurs Lager durch. Yep, da bin ich jetzt. Wie gesagt, wenn du vor einer Brücke stehst oder so kurz vor einer Brücke bist, dann absteigen. Unbedingt absteigen. Aber ich meine, du müsstest eigentlich direkt da automatisch abgesetzt werden. Na, schauen wir mal. Na, ich wollte dich aber tatsächlich. Oh, nee. Okay.
würde gerade sagen, ich würde hier eigentlich relativ schnell hin, aber leider ist dem dann doch nicht so. Nee, irgendwie nicht. Ja, na. Na gut, aber es ist schön, mal wieder mein Pferd hier zu reiten. Ja. Mein fettes, frisches Fass. Dein fettes, frisches Fass, genau. Na, ich freue mich auf Bingo Boffin. Also eigentlich dürften sie ja schon lange keinen Mageninhalt mehr haben. Doch. Wenn ich das höre, geht da noch einiges. Glaub du mal. Irgendwie bin ich noch an gar keiner Brücke. Alles weiß. Ach. Nee, hier ist... Nee, es ist... Da müsste da eigentlich irgendwo in der Brücke sein. Ja, hier ist... Ja, nee, jetzt bin ich schon in der Stadt. Jetzt bin ich im Buckland-Tor. Ach so, absteigen? Ah, okay. Nee, das würde ich da absetzen. Das ist alles gut. Das ist richtig. Ja, okay, also muss ich nichts machen. Nur auf mich warten. Ich bin gleich da. Sobald es mich absetzt, werde ich das tun. Jetzt bin ich im Kriegloch. Teutosep, hi. Schön, dass du da bist. Alles gut bei dir? Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Ja. So, jetzt muss ich dich tatsächlich doch abholen. Mein Kompagnon. Kompagnon. Champignon. We are the Champignons. We are the Champignons. We are the Champignons. Ah, hier bist du. Folg mir, mein Knecht. Hallo, hörst du mal auf damit? Bin ich dein Knecht? Ich bin dein Sohn. Ja, siehste. Deswegen habe ich dich erschaffen. Also, ist ungefähr dasselbe, oder wie? Ja. Knecht. Das ist immer ever. Ja, finde ich auch. Ne, wir spielen echt gerne mittlerweile Herr der Ringe. Also ich sowieso. Kaya muss sich zu nötigen. Ne, aber das ist immer so unser Sonntags-MO quasi. Manchmal auch unter der Woche. Manchmal. Spontan unter der Woche, ja, das stimmt. Manchmal. Und hier ist Kajas absoluter Lieblingscharakter und sein Papa. So, ich gehe dann mal nach Hause. Tschüss. Du bleibst hier, solange du die Füße unter meinem Bogen hast. Was für ein Bogen? Der auf deinem Rücken prangt. Das ist mein Bogen. Ich habe eine wichtige Lektion gelernt. Lasse niemanden dein Buch lesen, bevor es fertig ist. Wir sind alle wohlbehalten aus den Hügelgräberhöhen zurückgekehrt und mir gehen langsam die Adjektive aus, um sie zu beschreiben. Es gab nur eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten zu beschreiben, wie unwohl ich mich zwischen diesen Grabhügeln gefühlt habe. Teutosep, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen hier. Vielen lieben Dank. Und fühle dich hier sehr wohl. Hier sind immer alle sehr nett. Nett und herzlich. Außer Kaya, er mobbt alle. Er ohrfeigt alle. Nein, nur Bingo Boffin. Und ich habe eine wichtige Lektion gelernt. Lass niemand dein Buch lesen, bevor es fertig ist. Tom hatte keine bösen Absichten. Aber ich möchte nicht riskieren, noch mehr Seiten an furchteinflößenden Orten zu verlieren. Das Aufspüren von Seiten ist eine mühsame Erfahrung. Findet ihr nicht auch? Ja, wir mussten die Seiten ja finden. Für dich. So ein Überfluss ist... Priska auch noch sauer auf mich. Sie glaubt, der Ausflug in die Hügelgräberhöhen war meine Idee gewesen. Wo mir dieser Gedanke doch am entferntesten lag. Es war vor allem Ringelblums Vorschlag. Ja, natürlich war es das.
Bist du jetzt fertig damit, ihn zu ohrfeigen? Was? Ja, ach so, nicht. Warte. Jetzt. Oh, mit sowas muss da ich muss leben. Da muss ich mir schon etwas Aufregendes einfallen lassen, um dieses Abenteuer zu überbieten. Oh Gott, Bingo, halt die Fresse, ey. Jetzt reißt die doch mal am Riemen hier. Das war fantastisch. Die Hügelgräberhöhen waren genauso, wie ich sie mir erhofft hatte. Ich hatte keinen Moment lang wirklich Angst. Da muss ich mir schon etwas wahrhaft Aufregendes einfallen lassen, um unser letztes Abenteuer zu überbieten. Die Mutter und die Boffins waren schon vieles. Aber Helden? Wer das alles davon weiß ich nichts. Nicht genug Platz. Oh, ist mein Inventar von euch. Oh, kostet gleich wirklich einen Strahl, ey. Anfänger, Fischschläge sind die bessere Ohrfeige. Findest du? Mann. Sag mal, ich habe schon öfter mit Ringblume geschimpft, aber es hat nie etwas gebracht. Das Mädchen hat nichts als Abenteuer im Kopf. Abenteuer. Nichts als Ärger und Mühsal, wenn ihr mich fragt. Es war schön, mein Vetter Bingo kurz zu sehen, aber ich muss ihn bitten, so schnell wie möglich wieder zu gehen. Entweder hatte er einen schlechten Einfluss auf Ringelblume oder sie auf ihn, aber wie dem auch sei. Die beiden sind entschieden zu abenteuerlustig. Wir Boffins waren schon vieles, aber Helden? Davon weiß ich nichts. Oh, du bist auch mal aufgestiegen. Das ist ja schön. Fiska wird sich mit der Zeit schon wieder beruhigen. Das tut sie immer. Ich habe ihn nicht geklatscht. Das tust du aber gleich noch. Ach, Priska, wird sich mit der Zeit schon wieder beruhigen. Das tut sie immer. Nun werde ich meine zahlreichen anderen Basenvettern treffen und Ringelblume die Abenteuerlust ausreden. Ich glaube allerdings nicht, dass ich damit Erfolg haben werde. Und ganz zwischen uns gesagt, ich glaube nicht einmal, dass ich das wirklich will. Sie wird eine feine Heldin abgeben, wenn sie das wirklich sein will. Und Priska wird sich damit abfinden müssen. Aber erzähle bloß nicht, dass ich das gesagt habe. Wir brauchen immer noch einen Ort, an dem wir bleiben können, bis unsere Reise weitergeht. Meine Füße sind bereit, wieder Straßenstaub zu schlucken. Das war ein schöner Besuch. Priska hat mir schließlich doch noch mein, wie auch immer, geartetes Beitun zu Ringelblumes Entscheidung verziehen. Eine Heldin statt ein Stubenhocker-Hobbit zu werden. Und ich habe die Zeit mit meinen vielen Basenvettern genossen. Ich habe ihren Namen an den Seitenrändern meines Manuskripts vermerkt, damit ich sie nicht vergesse. Aber mehr bewundere ich, wie Priska sie alle behalten kann. Meine Füße sind bereit, wieder Straßenstaub zu schlucken. Ich habe auf der Karte nachgeschaut und das bestmöglich nächste Zwischenstopp scheint Bret zu sein. Lass uns zum Westtor der Stadt reisen und ihr nur einen kurzen Besuch abstatten. Danach geht es weiter in die einsamen Länder. Auf zu neuen Abenteuern. Ja, noch mehr Boffin-Abenteuer. Ich glaube, Kaya ist von uns gegangen. Eine kleine Schweigeminute für Kaya. Bingo, folgt mir. Zeig dir mal einen echten Hasen. Komm mal mit. Lass den armen Bingo in Ruhe. Der kann nichts für seinen missratenen Sohn. Was? Was? Oh, hups, da hab ich das jetzt losgesagt. Ja, das tut mir jetzt aber leid. Was? Oh, scheiße, wir haben noch eine Aufgabe im alten Wald. Hallo? Ich hab damit nichts zu tun. Doch. Nein. Einfach nur nein. Nachforschungen im alten Wald. Was war das denn nochmal? Ich bin eine Dottrick Brandybock. Ja, das machen wir. Dottrick Brandybock. Brandybock. Huch, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ah, jetzt. Ich muss unbedingt die Filme mal wieder gucken. Jo, ich auch nicht. Das reicht. Ich glaube, ich gucke mir die heute Nacht mal an. Vor allem heute Nacht. Ich werde wahrscheinlich die erste halbe Stunde mitkriegen, wenn überhaupt. Und danach liege ich da nieder. Wie ich mich kenne. Ja, vorhin mit Frisches hat auch nicht lange gedauert, bis ich eingepennt bin. Also gucken da einen Film. Habt ihr was? Was habt ihr? Ich glaube, was habt ihr denn geguckt? Meine erfundene Frau mit Adam Sandler. Und okay. Seine Verändersten, glaube ich. War das? Ich kenne den. Sagt mir jetzt nichts wirklich.
Also, klar, also die Schauspieler jetzt schon, aber jetzt der Film eher weniger. Ja, geht halt darum, dass Adam Sandler halt sitzen gelassen wurde in jungen Jahren und er mit seinem Ehering dann halt quasi bei den Frauen Erfolg hatte und so weiter und dann halt irgendwann jemand kennengelernt hat, mit dem er halt, ne, eine Beziehung eingehen wollte. Und dann hat er sich aber in dieses Eheding da irgendwie so ein bisschen verfahren. Hat sich dann halt eine Frau erfunden, seine Arbeitskollegin, die da halt an der, ne, am Empfang arbeitete in seiner Praxis. Und die sind dann halt zusammen in Urlaub gefahren, weil die Kinder halt mal nach Hawaii wollten mit den Delfinschwimmen und so weiter. Und ja, dann, ne, nimmt das Chaos seinen Lauf. Okay, kenne ich gar nicht. Ist sehenswert? Also ich finde, ich finde ihn gut, aber okay. Das ist halt, ich würde sagen eher Frauenfilm, aber eigentlich ja gut. Frisches mag den Film eigentlich auch. Guckt ihn eigentlich auch ganz gerne. Hat auch seine lustigen Momente. Na, okay. Also ich kann es nur empfehlen. Ja. Ist, glaube ich, auch ein etwas älterer Film sogar schon. Ich weiß gar nicht, von wann der genau ist. Aber auf jeden Fall haben wir den vorhin nur gesehen. Der geht 2 Stunden oder so. Und ich wollte eigentlich nur, ich wollte eigentlich 1,5 Stunden liegen. Ich wollte dann halt auch Haare waschen und so weiter noch. Habe ich alles dann gar nicht mehr geschafft. Und ich lag dann halt nur so und ich so schon nach 5 Minuten war ich einfach mal weg. Und hab dann erstmal 1 Stunde vom Film verratzt. So. Hast du ja einfach vor dich hingeschnarcht. Na, geschnarcht nicht, aber. Hörst du doch gar nicht, hörst du doch nicht. Ich schnarche tatsächlich überhaupt nicht. Ganz, ganz selten, wenn ich eine verstopfte Nase habe. Dann schnarche ich. Ich auch, wenn ich erkältet bin. Aber Frisches hat mich schon so oft beim Schlafen beobachtet. Daher ja auch manchmal so Stalker-Bilder. Einen Moment. Und meint auch, dass ich eigentlich tatsächlich nicht schnarche. Was mir passiert ist, dass ich im Schlaf rede manchmal. Ja, das passiert mir auch, aber... Ich möchte manchmal nur gar nicht wissen, was ich rede. Am schlimmsten ist es halt, wenn man so Albträume hat und dann plötzlich anfängt zu schreien im Schlaf. Ja, das ist nicht lustig. Oh. Davon bin ich schon mal aufgewacht, so, weil irgendwie... Ich auch. Ich auch. Das war weniger lustig. Oder dieser Moment ist mir selber noch nicht passiert, aber einer Freundin, wenn man, oder sie hat von der Toilette im Klo geträumt. Und ist im Traum auf die Toilette gegangen. Du kannst dir das Ergebnis vorstellen, was passiert ist. Yep. Das ist mir. Das Gute ist, ich gehe ja, bevor ich schlafen gehe, gehe ich ja meistens mindestens 2-mal aufs Klo. Und dann muss ich ja meistens die ganze Nacht sicher sein. Ich habe halt Magen-Darm. Oder halt allgemein was mit dem Magen. Kommt ja leider öfter vor jetzt. Ich merke das Gott sei Dank immer, wenn ich muss. Da bin ich immer ganz dankbar, dass ich dann so quasi von selbst aufwache. Ja gut, das habe ich aber auch. Wenn ich wirklich, also, ja. Genauso wie es auch halt, wenn mir selber schlecht ist, ich es halt auch immer schaffe, rechtzeitig aufs Klo zu kommen. Es gibt ja Leute auch, wenn sie halt zu viel getrunken haben oder so, dann in Blumenkübel oder sowas reinreiern. Das alles habe ich noch nie geschafft. Ich kann mich immer so lange zusammenreißen, bis ich für mich alleine auf dem Klo bin. Na gut, ich habe dir ja gestern gesagt, was passiert ist mit meinem Flur. Ja, ich weiß. Ich weiß. Oder vorgestern, keine Ahnung. Ich glaube, vorgestern war das sogar. Mann, vorgestern. Also das einzige Mal, ja, wo das... Aber muss man mal erlebt haben. Das einzige Mal, wo es bei mir war, dass ich ein einziges Mal neben das Klo... Das war, ich glaube sogar dieses Jahr tatsächlich einmal. Das war ganz am Anfang des Jahres. Da war mir eine ganze Weile, da war mir eine ganze Weile morgens über halt schlecht und ja, das war nicht schön. Nee. Wäre das auch geklärt. Ja, ich weiß, das sind ja schon wieder sehr interessante Themen, die interessieren auch wieder jeden. Die Themen sind zumindest nicht für den Arsch. Ja. Ich weiß nicht, wir haben öfters bei so leckere Themen. Ja. Das,
Das ist immer, das dient der Aufklärung. Er schon wieder. Da haben wir doch was. Ja, da müssen wir aber auch gar nicht hin. Wir müssen irgendwie. Der denn jetzt hier ein bisschen unheimlich. Ich war doch gerade noch nicht da. Irgendwie müssen wir hier so. Hier so hin. Hier so hin. Nee, hier so hin. Ach, ich, also ich ja, finde es interessant. Der echt? Wald, also wenn es zu viel wird, ne, dann kann man mir das gerne sagen. Boah, das aber ist, ah, nee. ich rede tatsächlich eigentlich so über alles irgendwie. Ich bin so ein Mensch, mit mir kann man eigentlich über alles reden. Oh, bitte! Ey, was wollt ihr? Hallo, wir haben eine Quest für die ja. Solange es natürlich nicht zu extrem wird, aber wenn, darf man mir das gerne sagen. Gibt doch Leute, die da... Hörst du jetzt mal auf, die Leute zu klatschen? Hallo, der hat gesagt, ey, was wollt ihr? Dafür haben wir den Questfinder angenommen. Der Penner soll die Schnauze halten. Weißt du, du bist genauso unfreundlich zu den Leuten hier. Was? Ich bin immer super höflich. Du solltest eigentlich froh sein, dass die NPCs dich nicht selber klatschen können. Ich glaube, dann könntest du weder stehen noch laufen. Das sollten sie mal versuchen. Da wird er so durchgelassen. Dann schiebe ich ihm meinen Bogen so quer in den Arsch, dass er auf den Mund wieder rauskommt. Ich dachte, wäre mir der Bogen aber zu schade. Ja, kann man ja sauber machen, ist ja Wasser. Nicht? Nee. Bitte nicht. Nee? Wirklich nie. Nee. Einfach nur nein. Okay. Da habe ich was gegen. Die armen Hobbits. Weißt du, die Hobbits sind schon gestraft mit ihrer Größe. Jetzt bekommst du. Also, die Fresse nicht so weit aufmachen. Ja, jetzt kommst du. Also, wir latschen hier für die hin und her. Talala, uftata. Ist überhaupt noch. Warte mal. Ich hab Angst, dass wir hier uns gerade total verfransen. Gehen wir lieber mal hier entlang. Sina ist ja mal sowas von tot. Die hat sich so gefreut, wo ich wieder da war. die ist so fest am Schlafen. Also Cleo liegt auch da nieder. Mit Cleo war auch nichts mehr anzufangen. Muss leider schon wieder raus. War nett mit euch. Bis demnächst. Ja, vielen lieben Dank, dass du da warst. Und auch nochmal vielen lieben Dank für deinen Follow. Freue mich, ciao, wenn du das nächste Mal wieder reinschaust. Und auf jeden Fall einen schönen Wochenstart. Jo. Diese Bäume knarren. Ja, Frau LP, so ist das. Die knarren so wie du, wie bei dir die Knochen. Nein. Na, deinen Rücken habe ich neulich knacken hören. Am Wochenende. Klang nicht so gut. Wann hat der denn geknackt? Ich hab mit den Händen geknackt, aber. Nein, das war dann. Das war tatsächlich dein Rücken. Das war hier unten im Keller. Direkt am ersten Abend, wo wir. War es FF1 oder war das schon Legacy of Kain? Einen Moment. Eins von beiden, wo wir eins von beiden schon angefangen hatten. Da hat das. Das war nicht die Hände. Okay. Das klang recht. Ja, das klang recht böse. Ja, das ist mein jugendhafter Rücken, der muss ich noch erstmal einspielen. Dein jugendhafter Rücken, ah ja. Mhm. Ich wage das mal zu bezweifeln. Das ist dein gutes Recht, aber ich habe trotzdem nicht recht. Ich habe trotzdem nicht recht. Ja, ich habe trotzdem nicht recht, ja, das weiß ich. Nein. Dam, dam, dam. Fliegt der Flatter Fledermaus. Flatter so. Durch die Gegend. Bin eine Biene. Und du bist eine Biene. Bin eine Biene. Ich heiße Marvin. Ich heiße Helga. Bei Kevin allein zu Hause. Harry. Wo er sofort schon angeschlagen ist, ey. Oh Mann. Ey, was gab's mich denn da an? Das sind Fledermäuse. Geht mal nach Hause. Also, ich versuche hier den Weg zu finden, weil wir uns vom Weg ein bisschen entfernt haben. Hast du dein Navi nicht an? Nee. Ah, ja, ich habe den Weg gefunden. Aber da muss ich mal Matula anrufen.
Wegen dem Navi. Mhm. Wir haben auch ein Navi, aber das ist im Auto. Ja, ich könnte auch eins haben im Handy, aber ich habe noch nie so eine Navi-App runtergeladen, weil wozu ich gehe? Mhm. Du bräuchtest immer eine Navi-App, du kannst das über Google Maps machen. Google Apps hat einen eigenen Navi. Ah, gut. Also du bräuchtest nicht mal einen. Ja, aber dafür müsste man lesen können. Das ist ja auch scheiße. Ja, stimmt, das kannst du ja nicht. Das ist... Ja, bekannt. Und ich sag noch, Eckart-Sache. Lass dich hier bei den Bocken alleine. Was denn? Jetzt habe ich gerade schon wieder gekämpft und hatte meinen Hut auf. Es geht auch nicht. Ich muss echt noch warten, ey. Schön. Er kämpft nur mit Helm und nicht mit Hut. Ja, dann... Ein D'Artagnan-Hut. Der schon voll ausgeleiert. Wegen meinem fetten Kopf, ey. Der eklig. Solltest du ihn dir vielleicht mal in einer anderen Größe kaufen? Oh, das ist eine gute Idee. Das mache ich jetzt gleich direkt. Nicht. Ich glaube, das würde auch ein bisschen dauern, bis du da was findest, was passend ist. Gehe ich in die Haie. Ja. Wie lange machst du noch? Na gucken, wahrscheinlich wechsle ich gleich wieder zu FF14. Sofern der Chat nichts dagegen hat. Ich hätte sonst halt auch noch andere Sachen im Angebot, aber... Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Das wäre dann halt so die Alternative. Jo, dann logge ich mich jetzt mal langsam schon mal auf. Ja, warte. Ja, ja. Aber das hier noch und kurz fürs nächste Mal. Aber noch vorhin, das ist nicht weit. Ja, mein scheiß Inventar ist voll, ey. Ich muss hier irgendwas wegschmeißen. Weg dann. Das kannst du ja tun. Aber einmal noch kurz zu Artwurfs Lager gehen. Ja, das können wir machen. Damit wir da beim nächsten Mal direkt weitermachen können. Warte. Oh, ich hoffe, das ist beim... Was? So. Bahnen wir uns nämlich wieder ein Weg. Ach komm, hier nehmen wir Eier und Zwiebeln, kann man gut von furzen. So. Okay, dann folge mir. Folgen Sie mir. Ich folge dir. Bin eine Biene. Ja, ich weiß, du heißt Marvin. Schon klar. Ich heiße Helga. Das ist was ganz Neues und Überraschendes. Ja, ne? Bin ich ja voll geflasht. Geflasht? Ja. Ich heiße Helga. Ein Hellgag. Ach nee, das war ja bei Septerakor. Naja. Das musst du auch mal spielen im Stream oder als LP machen. Septerakor. Geiles Rollenspiel. Okay, sagt man mal so gar nichts. Ist auch. Oh Gott, 1999? Aber komplett deutsche Sprachausgabe. Das ist schon mal gut. Doch, ist wirklich cool. Kannst du mir ja mal ein Bild von schicken oder so? Also nur vom Cover. Ja. Oder so. Ich glaube, ich schenke dir das einfach mal. Dann kann ich mir das mal merken. Oder du schreibst das auf den Discord-Server. Da kannst du es auch. Ja, rein. Oder ich schenke es dir einfach. Oh, nee, tust du nicht. Ach, genau, so wie du mir auch nicht Vollgas und so geschenkt hast, ne? Nein. Ja, das war ja auch was anderes. Naja, was anderes. Das war ja. Das war ein Geschäftsausgabe. Ach so. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Das war, ja. Das war rein geschäftlich. Ja, ja. Ja, ja. Was? Hä? Wie bitte? Hm. Oh. Der Big Bad Wolf. Was? Der Big Bad Wolf. Wolf! Du standst da jetzt nicht einfach die ganze Zeit nur blöd rum, oder? Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Wir wurden zu im Lager. Auf und davon. Aua! Heul leise. Sage mal. Chantal heul leise. Ja, genau. Chantal heul leise. Hast du die Filme gesehen? Ja. Gehst du mit deinen Schülern um? Deine Schülerin weint. Chantal leise.
Oder wo sie in Thailand sind. Ja. Und dieser Hauke da kommt. Ja, ihr solltet euch nicht mit den Jungen, mit den Leuten einlassen. Die sind assig. Ja, meine Schüler doch aus. Chantal, halt die, das Feuerzeug näher an der Zapfsäule. Ja, näher. Näher. Oh, Mina, Walle auch, ey. Ich finde die Filme gut. Ich finde die Filme auch klasse. Kann ich vorher gar nicht. Habe mich tatsächlich meinen Bruder drauf gebracht. Echt? Ja. Ich weiß gar nicht. Er hat, ey, jetzt Fuck You Goethe ist so, nein. Hä, hey, lass mal gucken. Ich so, okay. Fuck You Goethe ist richtig cool. Er ist sogar also der ist auch international, ne? Also das ist nicht nur. Ich meine ja. In Deutschland oder so. Nee, ist aber auch echt. Oder sind echt geile Filme. Wobei den zweiten fand ich tatsächlich gar nicht so gut. Also schon gut, aber halt nicht so gut wie den ersten. Den dritten. Der erste ist für mich der beste, dann kommt der zweite und als Ende kommt tatsächlich auch der dritte, also die Reihenfolge. Also bei mir ist es tatsächlich 1, 3 und 2. Also 2 ist echt gut. Ja, 2 ist echt gut, aber da hat mir halt so der gewisse Pep gefehlt. Und beim dritten waren halt so 1, 2 Szenen, die bis heute meine Lieblingsszenen sind. Also. Okay. Das war schon cool. Gut. War schon nice. Assas-Lager. Assas-Lager, ja. Wir müssen einmal kurz da hoch und dann bist du auch erlöst. Ja, dann räuch ich mich auch mal in die Furzmulde. Bist du erlöst und sofern keiner was dagegen hat, dann noch einmal ein Stündchen oder zwei. FF14. 14. Gut, ich hätte auch noch Dead by Daylight oder so ein Quatsch, aber ich glaube. Ja, bitte. Das ist, ja, dafür bin ich ein bisschen zu müde, glaube ich. Wenn wir diese Woche aufgenommen haben, müssen wir auch mal unbedingt noch mal ein bisschen privat zocken. Das liegt alles bei dir, mein junger Padawan. Ich profitiere davon. Ja, du profitierst davon. So, du bist erlöst. Gut, dann noch mal eben ins. Jo. Gut, das ging ja schnell. Hm.